So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu RimWorld. Tja, letztes Mal habe ich dem guten Stone gesagt, er soll hier das erstmal machen. Und da würde ich doch nochmal gucken, weil ich hätte gern auch noch jemand, der mal ein bisschen die Forschung voranbringt. Forschung. Panic ist da eigentlich ganz gut. Stone. Ah, wir könnten das natürlich Ronek machen lassen. Was macht der denn so? Gut, der Putz, das ist schon ganz gut, aber dann kann er, wenn es sauber ist, auf jeden Fall mal forschen. Und Panik, der kann halt hier noch andere Sachen machen, ne? Der kann halt auch Handwerk machen, ein bisschen Kunst. Ja, ha, ho, ha, hi, ho. Mal gucken. Was ist denn wieder mit dem Stone los? Er hat immer noch Schmerzen. Verlegen. Jemand kam auf mich zu, während ich die Toilette benutzte. In Dunkelheit. Das heißt, wir brauchen hier noch Licht. Sehe ich da gerade, wa? Brauchen wir doch hier hin. Einmal Licht. Ja, Ronik, der tut hier wunderbar forschen. Das finde ich gut. Geht das wenigstens ein bisschen voran. Huckstep tut was schneidern und wir kommen hier voran. Marmorblöcke. So, weil dann würde ich nämlich mal hier noch kurz mal gucken. Marmor, 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 Marmor. Weil eigentlich hätte ich dann gerne so zwei Quartiere. Das eine ist jetzt ein bisschen kleiner und das andere ein bisschen größer, aber immerhin. So, Türe noch. Weil wir brauchen jetzt. Ja, gut, für die brauchen wir ja kein Quartier, ne? Wir brauchen im Grunde nur drei. Aber da würde ich das hier vielleicht wegmachen. Dann könnten wir hier noch eine Toilette machen und dann gibt es Männer- und Frauenklo. Nee, lohnt sich nicht, nee. Ja, mal gucken, was wir dann hier so machen. Auf jeden Fall Quartiere sollten das sein. Und wenn die Forschung jetzt mal ein bisschen vorangeht, dann können wir hier noch Drogen herstellen. Und wenn dann der Sommer kommt, können wir nämlich hier auch schön Heilkräuter anbauen. Und das Fischen, ich meine, das macht jetzt nur einer, wenn er. Gehört das zum Jagen oder? Haben wir denn mit Lynn schon gehandelt? Mach das mal. Medizin. Nö, haben wir nicht. Haben wir nicht. Stoff. Ja, nö. Nö, 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 lass mal. Oh, da ist jemand untätig. So. Genedy. Du kannst halt auch nichts, ne? Aber du könntest doch jetzt. Wieso kannst du jetzt zum Beispiel jetzt nicht fischen gehen? Wie kann ich das dir jetzt sagen, dass du fischen gehen kannst? Ich meine, fischen, das müsste man doch können, oder? Gehört das dann zu jagen oder nicht? Oder? Nee, Zu was gehört das denn? Das gute Fischen. Das gehört doch nicht zum Managing. Management. Ich meine, da bist du halt überall schlecht drin, aber ich meine, du könntest ja trotzdem ein bisschen Handwerk machen. Und wenn es nur hier ein bisschen Steine hauen ist. Und wir machen dich mal auf 3. Ist das hier Tierpfleger? Das ist auch nicht Fischen, oder? Aber was ich ja komisch finde, ist, dass wir ja vorhin einmal gefischt haben. Also Stone hat ja vorhin mal gefischt.
aber warum? Und wie? Und warum? Und was? Und was? Und wieso nicht? Ach, braucht man vielleicht Grain, um fischen zu können? Könnte das sein? Aber du könntest auf jeden Fall... Jagen könntest du ja. Ich meine, du bist da ziemlich schlecht drin. Aber ich würde trotzdem mal sagen, dass du ein bisschen Holz noch hackst, weil das können wir immer gebrauchen. Nicht hier oben. Hier unten. So. Gehst du jetzt mal Holz hacken? Oder was machst du jetzt? Er geht etwas spazieren. Waldarbeit. So, jetzt gehst du Holz hacken, oder? Ja. Gut, nur dem Stone geht's nicht so gut, aber das halt, weil der seine Fasermechaniten hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal wieder weggeht. Oder ob man das irgendwie... Ja, wegmachen kann, ist die Frage, ne? Keine Ahnung. So. Jetzt haben wir wenigstens Marmorblöcke. Und was ich auch noch machen will, ist später hier noch einen Verteidigungsblock machen, wo dann Geschütztürme reinkommen. Aber die Geschütztürme muss man ja erstmal erforschen. Ne? Trotzdem könnten wir hier Marmorboden machen. Ja, der soll jetzt erstmal da ein bisschen Steine hacken. Stone soll mal ein paar Steine stonen. Gestonte Steine. Ach, guck an. Die haben hier den Aufenthalt sehr genossen und hinterließ Kräutermedizin, der Sergei. Ach, schön. Und hier haben sie auch noch irgendwas liegen lassen. Jerked Meats. Schön. Auch wenn es bei euch ziemlich kalt ist. Aber was soll's. Es funktioniert. Wie viel kostet denn so der Boden? Nee, das will ich nicht. 4. Was ist das? Bone Floor. Das ist natürlich noch praktisch hier. Was will ich eigentlich hier haben? Wobei wahrscheinlich vergeht es wieder, oder? Mal kurz warten, wir haben ja jetzt erst Dezember. Warte mal, das machen wir jetzt nicht mal überall, sondern nur mal hier unten. Und gucken mal, ob das dann bleibt, dann wäre das ja ganz praktisch. Bambus, Boden, Eisenholz habe ich nicht. Ach, ich weiß nicht. Grob geschnitten nicht, sondern die schön, aber sie bieten eine sehr gute Oberfläche für Straßen und Wege. Ich will erstmal hier anfangen, ne? Am besten hier. Granit oder Marmor. Marmor gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn das irgendwo anders ist. Und auf jeden Fall müssen wir noch die Energieversorgung ausbauen. Wer braucht jetzt schon wieder Behandlung? Ah, Huckstep wird schon behandelt. Sehr gut. Wenig Nahrung. Ja, okay. Wir können ja nochmal gucken hier. Quatsch. Hier wollte ich gucken. Die Alpakas. Oh, das Alpaka wird gerade gefressen von einem Wolf. Hm.
aber da können wir trotzdem mal noch so dreimal ernten und ein paar Wildschweine auch noch kommen. So. Da geht's Stone schon los. Jagd Alpaka. Oh, hier sind Bauteile. Können wir auch noch gleich sagen. Bitte abbauen. Und das hier auch noch. So. Haben wir wenigstens zu tun. So, Ronik forscht, was das Zeug hält. Es geht richtig gut voran mit der Forschung. Oh, was ist los? Ein Eichhörnchen ist verrückt geworden. Na dann. Was hast du jetzt vor, du Eichhörnchen? Willst du jetzt in meine Falle laufen? Das fände ich aber doof. Bleib du mal hier stehen. Triff es halt einmal mit deiner Muskete, dann ist es down. Ich will eigentlich jetzt nicht da die Falle verschwenden. Okay. Gut, so viel dazu. Oh, Nambla ist auch am Jagen. Ist gut, der kann ein bisschen Schuss Training gebrauchen. Aber das war's schon. Gehst du jetzt auch jagen? Ah ne, du gehst Bauteil abbauen. Ist super, super. So, Madlock, wie sieht's denn aus hier? Du könntest doch mal dich uns anschließen. Ja, nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Und dann brauchen wir auf jeden Fall hier ein neues Quartier für dich. Deswegen würde ich sagen, wir bauen schon mal hier ein Bett. So. Wenn wir gerade dabei sind, eigentlich so ein Nachttisch ist auch gut, ne? Weil die können Nachttisch. Dann ist halt die... Nee, es war mit der Kommode, ne? Nee, der Nachttisch macht doch die Schlafqualität besser. So. So. Kriegt ihr mal alle Nachttisch. Und die Kommode... Holz, was ist hier der Unterschied zwischen Kommode und Kommode? Ach ne, hier ist der Nachttisch. Hä, was ist da der Unterschied? Keine Ahnung. Egal. Egal. So, Ronik füllt mal wieder den Generator auf. Die verbrennt jetzt aber das nicht, oder? Nee, 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 nee. Gut, Huckstep tut schon mal hier Fleisch ranholen. Sehr gut. Dachte gerade. Okay. So, hier hat einer schon das hier gemacht. Kostet nur Arbeit. Ich wollte jetzt aber wissen, ob das anhält oder ob das weggeht. Das ist die Frage, ne? Oh, Widerstand. 1,5. So, ihr könnt mal ein bisschen schneller machen. Stone, sehr schön. Bring mal die Alpakas ran. Mit Huckstep hier kochen kann. Der Ronek sucht die Sachen zusammen. Oh oh. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Wo? Wo kommt jetzt hier was Böses? Irgendwo eine Lache? Hier? Nee, es ist doch tot. Ah, die sind alle gerade so verteilt. Im Stone geht's überhaupt nicht gut. Was ich würde sagen, ihr geht erstmal bitte alle kurz mal in die Safe Zone, weil wenn da schon es hieß, es kommt was Böses, oder das ist doch jetzt schon eine Weile tot hier, oder seit 31 Tagen, ja eben, aber was kommt denn jetzt Böses?
Prepare quickly. Ja. Kommt ihr mal alle zurück. Was war das? Oh, ich werd schon paranoid hier. Hier ist irgendwas einfach durch meine Fallen gelaufen, oder? Was ist das? Hilfe! Hört ihr das auch? What the? Ach du Kacke. Ein Vampir. Panik? Vielleicht kannst du den irgendwie durch die Fallen locken. Was? Er ist gestunt. Alter. Und mein Tod. Und ich bin. Junge, wie stark ist das? Mach das platt. Okay, Panic, tut mir leid, aber das ist jetzt wohl dein Ende. Junge. Er hat's nicht reingeschafft, sonst hätte er es vielleicht überlebt. Aber, was zur Hölle ist das? Sternenvampir. Gut, zum Glück ist er ja relativ schnell tot gegangen, aber der war ja... Also einmal kurz angeguckt hat er ihn und dann war er down. Brustkorb zertrümmert, rechter Arm gebrochen, rechte Hand gebrochen. Och nein. Tja, Panic. Tut mir leid. Und ihm geht's jetzt gar nicht gut, ne? Geht verwirrt umher. Mein Chef ist gestorben. Naja, gut. Es geht weiter. Namla, räum mal deinen Kolleg weg. Wird verbrannt. Alle werden jetzt verbrannt hier. Ich hab die schon... Die ist doch Schnauze voll. So. Wir machen... Das auch. Der Wilson? Ne, der Wilson, der war ja bei uns, ne? Aber der hier, Löwe, ne. Sean. Gumpi, den lassen wir hier. Steel, den verbrennen. 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 So, was ist das? Das Eichhörnchen. Ach, gerade. Irgendeine Schlange. Aber den Vampir hast du auch nicht gesehen, ne? Weil der ist mir hier... weil die ganzen Fallen sind ausgelöst worden. Komischerweise. Oder meine ich das nur? Extrem seltsam. Ja, auf jeden Fall liegt der jetzt wieder hier unten, ne? Ja. Nicht, dass der jetzt hier zum Vampir wird. Der gute Panic. Das wäre schlecht. Das wäre mal richtig schlecht. Naja. So, genau. Und dann wollte ich hier sagen, Aufgaben. Du tust zwar Leichen verbrennen, aber... keine Kolonisten. Die will ich nämlich begraben. So. Hier, die uralten Leichen. Todzeit 1,7 Jahren. Werden hier ausgebuddelt. Und dann haben wir hier wieder freie Gräber. Nambla kümmert sich drum. Nambla und Ronik, die zwei. Jetzt haben sie sich gleich wieder begraben. So, das wollte ich ja nicht. Also ich glaube, Wilson, der war ja von uns, oder? Ach, das sieht man jetzt nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, deswegen mache ich es auf. Also Gumpi war auf jeden Fall von uns. Ja.
So. Und dann machen wir das hier mal wieder an. Und kann ich jetzt sagen, hier Kolonisten zuweisen? Panik. So. Dann ist der ja schon mal zugewiesen, der Gute. Und wenn die anderen aufgehen, dann dürfen die aber nicht die gleich wieder begraben. Ist da das Dings an? Ja. Gucken, ob das jetzt klappt. Nein! Stopp! Jetzt hat er wieder einen verbrannt. Kann ich das nicht irgendwie sagen? Hier. Einstellungen. Also alles löschen. So. Einstellung kopieren. Einfügen. Ah, ja, ja. So müsste das doch gehen, ne? Dann kommt nur Leichen von Kolonisten hier rein. So, und du wirst ausgegraben. Dich habe ich ja schon zugewiesen. Der gute Panik. So, einfügen. Okay. Gut, so müsste das klappen. Und ob das auch wirklich so klappt, das sehen wir beim nächsten Mal, Leute, ne? Macht's gut, bis dann.